Hallo Leute, zurück beim TT Gamer. Ich sag euch, ich glaub's gar nicht. Ich hab das Scheißspiel hier endlich geschafft. Ich hab die Bombentasche und jetzt hier, ihr seht's, das Herzteil. Ich hab keine Ahnung, ne, nicht nochmal. Ich hab keine Ahnung, wie lange ich jetzt dafür insgesamt gebraucht hab. Also ich glaube, man könnte so ein eigenes Let's Play draus machen, so Let's Play Krabbelmin Bowling oder sowas. Echt furchtbar. Wir haben sogar jetzt hier Krabbelminen, habe ich bekommen, 20 Stück. Weil die Frau mir alles schenken wollte da, wenn ich gewinne. Nur nicht die Bombentasche oder das Herzteil. Echt furchtbar. Ich bin so froh, dass ich es jetzt geschafft habe. Und jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, was wir hier schon wieder wollen beim Schloss Hyrule. Weil Zelda ist da weg. Kann ich euch sagen, wir wollen zur Fee gehen. Eine Fee, die wir noch nicht mitgenommen haben. Und ich muss euch sagen, beim Krabbelminen-Bowling, meine ich, ist mir eingefallen, also ich meine, dass es so ist zumindest, da mit dem Goron, den wir da gestoppt haben und der uns nie die Bombentasche geben wollte. Ich glaube, ich weiß, warum er uns die nicht gegeben hat, weil wir noch nicht die Bombentasche vom Krabbelminen-Bowling hatten und die Bombentasche vom Goron, glaube ich, 40 Bomben tragen kann und jetzt können wir 30 tragen. Und wenn wir ihn jetzt nochmal zweimal stoppen würden, ich glaube, dann würde er uns die Tasche geben. Das machen wir dann auch nochmal, aber ich glaube später. So, Zeldas Winglied. Und da erhalten wir jetzt ein weiteres Artefakt von der hässlichen Fee. Wir sind gespannt, was das sein wird. Da ist sie, die hässliche Fee aus Schloss Hyrule. Hallo, mein süßer TT-Gamer. Ich bin die Fee der Magie. Ich habe einen mächtigen Zauber für dich. Bitte nimm ihn an. Ja, komm, gib den Zauber. Wir wollen weiterziehen. Und da gibt sie uns einen Zauber. Und zwar einen weiteren Zauberstein. Der da heißt, wie heißt er denn? Das ist Dins Feuerinferno. Also damit können wir so einen Feuerball um uns rum machen. So, wie man den anlegt, weiß ich auch. Und jetzt erzählt sie uns noch, ja, kannst du das und das machen? Könnt ihr ja lesen, wenn ihr wollt. Ich lese das jetzt nicht nochmal vor. Und jetzt erzählt sie uns noch, wenn wir erschöpft sind, dann sollen wir doch zu ihr kommen. Sie füllt uns dann wieder auf. Okay, also ich zeige euch das. Hier haben wir jetzt Dins Feuerinferno und hier Farores Donnersturm. Ja, unser Menü sieht doch schon ganz gut aus. Da haben wir doch schon einige Sachen haben wir doch schon geholt. Kommen noch die ganzen Pfeile dazu, die wir hinterher kriegen. Und noch ein Zauberstein. Und noch einiges mehr. Aber vorher... Was machen wir jetzt? Ah ja, wir machen jetzt in Hyrule. Gibt es noch bei Nacht ein Herzteil zu holen? Da müssen wir einer alten Dame, oder alt ist sie, ich weiß gar nicht, ob die so alt ist, aber auf jeden Fall einer Dame helfen, ihren Hund wiederzufinden. Und wenn wir das gemacht haben, erhalten wir von ihr ein Herzteil. Ja, was machen wir dann? Dann versuche ich es nochmal mit dem bekloppten Boris. Und dann gehen wir in die Zitadelle der Zeit. Und sehen, was mit dem Link passiert. Okay, aber erstmal... ja. Lasst mich mal überlegen, wie das ging. Nee, das war Salias Lied. Nee. Okay, das war falsch. Nein, wir wollen nicht mit Salia sprechen. Und wir... Nein, wir wollen nicht mit Navi. So. Ich versuche gerade... Ah, wisst ihr was? Ich guck einfach nach. Ich weiß es nicht mehr. Ich brauche Hymne der Sonne. Da. Rechts, unten, oben. Ich vergesse es immer wieder. Rechts. Nee, falsch. Also da. Hymne der Sonne. Jetzt wird es Nacht. Bei Nacht können wir auch noch das Schatzkisten-Pokern machen. Problem an der Sache ist aber,
dass das immer so eine 50-50-Chance ist, ob wir richtig raten, welche der beiden Schatztruhen wir nehmen müssen. Und da gibt's hinterher mit einem Gegenstand, kann man da dem Glück ein bisschen auf die Sprünge helfen. Und das, ja, geht auch da rein. Und das werden wir auch machen. Also das mache ich jetzt nicht jetzt mit dem Schatzkistenbowling. Und hier ist die Dame. Hast du meinen Richard gesehen? Er ist sonst so ein braver Hund. Aber heute Abend ist er davongelaufen. Bitte suche ihn. So, wir suchen ihren Richard. Und Richard ist, glaube ich, ein weißer Hund. Oh, ja, nicht dagegen. Und wenn ich das von Master Quest, weil Master Quest und Ocarina of Time, da ist das, glaube ich, gleich, richtig in Erinnerung habe, ist das der Hund hier. Komm mit. So, jetzt kommt der Weiße da mit uns. Nicht so schnell. Und wir gehen der alten Dame mal den Hund zeigen und fragen sie mal, ob das ihr Richard ist. Ich hoffe, es ist ihr Richard. Richard! Ja, das ist er. Das ist ja mein kleiner Richie. Ja. Richie, wieder. Vielen Dank. Bitte nimm dies als Belohnung an dich. Unterhammer, ein Herzteil. Wunderbar. Okay, wir haben Nacht. Und machen mal wieder Tag. Und zwar. Hymne der Sonne. Und dann warte ich draußen auf der helianischen Steppe ein bisschen. Bis es abends wird und wir dann zum Boris gehen können. Nehmen wir nochmal ein paar Rubine mit in dem Part hier. Stimmt, Rubine braucht man ja auch für Boris, fällt mir gerade ein. Ich werde das dann auch so machen, weil ich euch ja schon gezeigt habe, wo ungefähr das Herzteil ist. Werde ich es so machen, dass ich es ohne Aufnahme dann da graben werde. Sonst passiert wieder das gleiche wie letzte Mal. Wir sind da am Graben, er geht vorbei, wir halten das Herzteil nicht. Und dann ist das für euch auch langweilig. Deswegen werde ich dann das Herzteil ohne Aufnahme holen und mich dann wieder dazuschalten, sage ich mal, in der Sequenz, wie wir es hatten mit dem Krabbelminenbowling, also wenn wir das Herzteil in Händen halten. Ja, dann können wir hier warten. Und ich würde sagen, ich mache dann jetzt an der Stelle hier schon mal einen Cut. Weil das bringt euch ja auch nichts, wenn ihr jetzt hier zuguckt, wie ich hier rumstehe und warte, bis es Abend wird. Also, bis zum nächsten Mal, euer TT Gamer.